wird's richtig kalt und ungemütlich, aber wir machen es uns heute richtig farbenfroh in der Küche. Und aus sicherer Quelle weiß ich, dass das, was wir heute kochen, das absolute Lieblingsgericht von so vielen von euch ist. Und wir machen es natürlich heute wieder ganz speziell mit vielen besonderen Twists à la Ralf Jakumeit. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Servus, grüß euch. Hi, servus. Ich freue mich riesig. Und du wirst uns heute ein Curry zaubern. Aber das ist ja nicht nur irgendein Curry, weil wenn es Ralf Jakumeit macht, dann bedeutet das asiatisch, indisch, bayuvarisch oder was auch immer. Bayuvarisch. Auf alle Fälle ist es heute vegan. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch, oder bei diesem Gericht. Selten ist dann, bei mir. Ja, es ist selten, aber es ist besonders wichtig, dass dann frische Lebensmittel wie immer reinkommen. Absolut. Und dafür haben wir heute niemand Geringeren an unserer Seite als den Haier Kühlschrank mit natürlich auch Tiefkühltruhe, also die Kühl-Gefrier-Kombination. Und die erleichtert dem Ralf heute das Leben, ne? Du sonst nicht gerade. Ja, also Daylight ist einmal das Erste. Nee, und das Nächste ist ganz einfach, ich bin nach wie vor fasziniert, wie viel groß, da reinpasst. Wie groß das er ist, wie viele Einschübe das ich habe, dass es mit der Hon-App mit dem Handy steuern kann, was echt wirklich sensationell ist. Die Humidity Zone kann ich einstellen, so wie es genau für mein Gemüse braucht. Genau, mit ein bisschen mit mehr Luftfeuchtigkeit. 90% Luftfeuchtigkeit und somit heute das Gemüse um Tage länger, frisch, also weitaus frischer. Und ja, was soll man großartig sagen? MyZone kann ich mal einstellen, wie der Name schon sagt, meine Zone, my Zone. Ja. Also da liegt dann Bier drin beim da Ralf? Liegt dann zum Beispiel. Entschuldigung. Findet den Fehler. ja, da liegt dann zum Beispiel Bier drin. Und wer nicht weiß, wie Bier richtig gekühlt wird, der geht in die App rein und sagt, ich bin in der MyZone, ich habe in der MyZone Getränke drin. Und dann sagt die MyZone, für Wein diese Temperatur, für Bier diese Temperatur. Und dann kann ich das gleich ansteuern. Okay, in was für einer geilen Zeit leben wir heutzutage, bitte. Das ist doch einfach Wahnsinn, dass der Kühlschrank schon so intelligent ist, dass er für mich mitdenkt und Dinge weiß, die ich nicht mal weiß. Ja, und das ist halt, also was ich halt sensationell an der ganzen Geschichte finde, die Optik. Die Optik, weißt, das und muss, macht natürlich schon auch nochmal was her. Das ist Wahnsinn. Das ist und er ist, schau mal, wenn du den aufmachst, ist er, wird er nicht breiter. Nein. Also das ist Wahnsinn, wie schmal. Also die Einbautiefe oder die Einbaubreite bleibt genauso, wie es ist. Wahnsinn. Und das ist das Gute. Und von der jetzigen Zeit ist oder allgemein ist wichtig, Energie zu sparen. Und das ist halt bei der Gefrierschublade ist das halt sensationell, dass ich sehr wenig Energie verbrauche, weil die Kälte nicht rausgeht. Also ich habe hier die Schubladen, wenn ich jetzt was Flaches habe, das lege ich oben rein und somit macht es nur ein kleines Loch auf. Ja? Wenn ihr weiter aufmacht, dann merke ich ja, dass wirklich Kälte rauskommt und ja, und so ist es einfach richtig gut. Total No Frost System bedeutet nie wieder abtauen in eurem Leben. Nie wieder abtauen und das ist natürlich auch eine geile Geschichte. Ja. Und das Allergeilste ist, wenn du wegfährst. Bei dir ist ja das oftmals, also du bist auch viel unterwegs und du hast den Kühlschrank. So, und dann bist du mal, der Dreh verlängert sich, du bist 3, 4, dann wird einmal eine Woche draus, dass du unterwegs bist und du hast komplett vergessen, einen Kühlschrank runterzufahren. Ja? Und da gibt es nämlich die Urlaubsfunktion. Und die kannst du dann über die App einschalten. Von überall aus. Und dann fährt er mit der Energie runter, weil es wird ja nicht geöffnet. Er braucht nicht die volle Leistung. Absolut. Und das ist natürlich, du kommst heim, du hast den Urlaubsmodus wieder raus und die Welt ist in Ordnung. Wahnsinn. Und das alles mit eurer neuen Haier-Kühl-Gefrier-Kombination, die ihr übrigens auch gewinnen könnt. Dazu kommen wir gleich. Aber wir haben ja noch einen anderen Partner heute. Dadurch, dass wir heute sehr, sehr, sehr viel schneiden müssen, also Gemüse und alles irgendwie vorbereiten müssen für unser Curry, haben wir uns niemand Geringeren als KitchenAid on Board geholt. Weil ganz ehrlich, damit musst du im Grunde gar nichts mehr machen heute, ne? Ich mache gar nichts. Also die KitchenAid, die Artisan, die kann natürlich weitaus mehr wie schneiden. Also man hat die verschiedenen Aufsätze, man kann raspeln, man kann Scheiben schneiden, man kann grob, man kann fein raspeln. Natürlich kann man aufschlagen, man kann kneten, man kann vermengen
Und dann auch nochmal ganz leicht untermengen, also wenn man so leichte Teige hat, wo dann Eischnee oder Sahne untergehoben wird, ja, ist alles möglich. Und das alles mit einer Maschine. Und wenn man wirklich will und man braucht nicht die Aufsätze zum Schneiden, gibt es auch noch die Aufsätze für die Nudelmaschine, also dass man Nudelteig dann durchwellen kann, dass man Nudelteig schneiden kann und. Also absolute Unterstützung. Und was man natürlich in der jetzigen Zeit definitiv braucht, um leckere Smoothies zu machen, um das Immunsystem zu stärken, in der Früh schon mal in so einen, ja, Bananen-, Ingwer-, Grünkohl-Smoothie mit ein bisschen Haferflocken drin, Agavendicksaft. Hört sich nicht so gut an, schmeckt aber sensationell und es gibt richtig Kraft fürs Immunsystem. Es ist so ein richtiger Booster. Den Namen kennt ihr ja schon und den kann man halt da drin richtig gut mixen. Genau, und warum zeigen wir euch das alles auch so ausführlich? Na, erstens, weil wir es können. Weil wir es jetzt auch benutzen werden. Also das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die richtige Power am Herd in der Küche bei uns hier vor Ort haben. Und weil ihr es gewinnen könnt. Ihr könnt es gewinnen. Das heißt, ihr könnt jetzt mit euren Kommentaren entscheiden, wie viel es zu gewinnen gibt. Wir demonstrieren alle Gewinnspielpreise hier auf meiner Seite als Basispreis. Jetzt sofort bekommt ihr den Standmixer. Ab 500 Kommentaren gibt es eben dann unsere Küchenmaschine von KitchenAid mit dem Gemüseschneider dazu. Und als dritten Hauptüberpreis gibt es dann sogar noch die Haier-Kühlgefrier-Kombination ab 750 Kommentaren. Das bedeutet, ihr müsst jetzt einfach richtig Gas geben, Leute. Es hilft nichts. Wir sind hier nicht zum Spaß, doch sind wir schon. Wir machen hier Entertainment, wir machen das für euch. Aber ein bisschen kommentieren, teilnehmen, Fragen stellen, das könnt ihr. Ich glaube an euch. Und damit könnt ihr ja richtig profitieren. Also ganz ehrlich, jetzt Vollgas. Ab in die Kommentare. 750, das ist das Ziel, damit wir heute alles raushauen können und auch unsere Star-Gästin löchern können. Und sie ist absoluter Wahnsinn. Sie ist eine absolute Granate. Wir haben sie tatsächlich sogar in unserem Kochshow-Video-Trailer, den ihr gerade eben gesehen habt, denn sie war schon mal zu Gast bei uns. Wir haben uns das letzte Mal bei der Bambi-Verleihung vor einiger Zeit gesehen. Das war noch damals vor diesem blöden C-Wort. Und sie ist Veganerin, deswegen gibt es heute auch ein veganes Gericht. Und Tierliebhaberin. Die hat tatsächlich so viele Tiere zu Hause, Ralf. Das füllt ein halbes Tierheim. Ich finde das Wahnsinn, wie sie sich auch für den Tierschutz engagiert. Und ich habe gelesen, das muss ich gleich nochmal selber erzählen, dass sie mal einen lebenden Fisch von einem Markt am Supermarktparkplatz gerettet hat und ihn in der Natur wieder ausgesetzt hat. Ach, sie war das. Die macht eher fertig, dass ihr auf solche Partys geht. Ja, Bambi-Verleihung, wer ist nicht dabei? Ich. Ja. Das nächste Mal kommt er natürlich mit. Und deswegen freuen wir uns jetzt ganz besonders, dass sie hier ist. Hier ist Charmin Luca. Schön, dass du hier bist. Luftküsse für dich. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder hier sein kann. Und ich habe Hunger. Genau das wollen wir hören. Genau das wollen wir hören. Und bevor du jetzt in unsere Küche eintreten darfst, fangen wir mal an mit den Starting Five. Okay. Das sind 5 Sätze, die du aus dem Bauch heraus einfach mal verfolgst. Ich bin so gut in ganz, sowas. Ganz spontan und das sind keine Fragen, die du nicht beantworten kannst, denn es geht um dich. Okay. Die Zeit bei Berlin Tag und Nacht war schön. Fragezeichen. Sehr cool. Ich habe viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt und ich bin sehr dankbar für die Zeit. Ich habe tolle Menschen dadurch kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Und ja, ich wäre sonst jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Eben, ne? Will man nicht missen. Vegan zu sein bedeutet für mich volle Erfüllung. Ja doch, mir geht es viel besser, seitdem ich mich vegan ernähre. Also körperlich bin ich fitter und auch so von meinem Wesen her. Ich habe mich sehr weiterentwickelt. Ich habe in meinem Leben noch nie so gern und viel gekocht, seitdem ich vegan bin. Und vor allem so viele neue Geschmäcker und Gewürze und hast du nicht gesehen, kennengelernt. Also wer sagt, vegan ist nicht abwechslungsreich? Der lügt. Ja, absolut. Gegen trübe Herbststimmung mache ich... Das darf ich nicht sagen. Ich versuche... Also... Ja, wie du schon meinst, ich habe zu Hause ganz, ganz viele Tiere, die halten mich immer auf Trab. Es ist immer was los zu Hause, also um genau zu sein, 3 Hunde, 5 Katzen. die Katzen sind alles Freigänger, wir wohnen mitten im Wald, also da ist wirklich immer was los. Ich mache, ich habe auch einige Sorgenkinder, die sich dann rumtreiben. Also so wirklich trübe Tage habe ich gar nicht zu Hause. Geht gar nicht. Meine Lieblingsfarbe ist, weil es wird heute sehr bunt in der Küche. Okay. Es ist zu viel, das ist genauso wie Lieblingsgericht und so. Ne? Es gibt so viele schöne Farben, die ich jetzt auch erst kennengelernt habe, wie
Greige oder Griech oder wie man das nennt. Das Bitte ist was? So eine Mischung aus Grau und Beige. Aha. Oder Taupe. Sagt ihr das was? Das sind die Karten. Das hat man früher in der Schule nicht gelernt. Es gab Rot, Gelb und Blau. So, eben, ne? Ja. Ja, aber so schon in diesen Beige. Besondereren Tönen. Sowas zum Beispiel. Ja. Ne? Diese leichten Hellen. Wüsste ich jetzt auch nicht, was das ist. Ja, das ist so Grau. Blau. Blau. Grau. Irgendwas so. Blau. Graulau. Kreige. In der Küche zaubere ich am liebsten, und das ist die letzte Frage, asiatische Gerichte. Tatsächlich. So, und damit ja, bist du perfekt geeignet für unser heutiges Curry. Einmal kurz Hände waschen bitte und yes, dann darfst du bei uns eintreten. Ralf, jetzt sag doch mal. Also Curry, für dich, wir können das auch gleich nochmal googeln, aber woher kommt denn das? Kommt es jetzt aus Asien? Kommt es aus Indien? Oder wer hat es erfunden? Also, die Schweiz. Also das Curry an und für sich, das Gewürz Curry, kommt aus dem Indischen. Okay. Und da hat so ziemlich jede Familie sein eigenes Curry. Das Gericht, was wir machen, ist jetzt eher eigentlich ein thailändisches Gericht, also ein Thai Curry, also mit Kokosmilch und so. Ja. Okay, also du bist ja auch eher so der asiatischen Küche zugeneigt, kann man sagen? Ja, ich mag sie irrsinnig gern. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich sie kochen kann, aber, doch, das kann aber ich beweisen. Ich mag sie irrsinnig gern essen und ja, das macht einfach Spaß. So, und ist man jetzt in der Zutatenwahl, weil wir werden jetzt gleich auch noch auf die Details eingehen, erstmal, was braucht es so als Basis, als Grundlage und auf was kann man dann individuell aufbauen? Also was schon wichtig ist, du brauchst gute Gewürze, ja, und da braucht es ja gar nicht viel. Also ein gutes Curry, und das musst du nicht unbedingt selber machen, du kannst ein Curry ja ohne weiteres selber ansetzen. Das ist... Du musst halt viel einkaufen, das machst du einmal, das kochst du einmal ein und dann hast du deine Currypaste und alles ist schön. Ist halt wirklich mal ein größerer Invest. Also du brauchst nicht viel, da reicht ja überall so 20 Gramm von dem, 30 Gramm von dem, 5 Gramm von dem. Aber da musst du halt schon mal viel einkaufen. Mhm. Das kannst du aber ohne weiteres gut selber kaufen. Also dass du fertige Currypaste kaufst. Und dann gibt es ja verschiedene. Es gibt eine grüne, es gibt eine gelbe, es gibt eine rote. Und was ist da der Unterschied? Die eine scheppert, die andere scheppert mehr und die dritte scheppert so richtig. Du hast am nächsten Tag auch noch was davon. Okay, also welche sollte man vielleicht nicht als erstes kaufen, wenn man sich gerade an das Thema Schärfe ranwagt? Nimm einfach weniger dann. Okay. Aber im Grunde genommen fangen wir mal mit dem Gelben an. Okay. Einfach mit dem Gelben. Und dann kommt Rot und dann Grün, oder? Ja, Gelb, Grün, Rot. Ah, echt? Ja. Grün kommt vor Rot, ich dachte immer Grün. Ja. Also es ist ein volles Koalitionsgericht, was wir da halt machen. Ampelgericht, genau. Nee, und dann ist halt echt wichtig, Kokosmilch, schau, dass wirklich eine reine Kokosmilch ist, dass sie nicht aufgezuckert ist, dass sie nicht aufgesprittet ist. Und das sind so die Kleinigkeiten. Okay, dann ist gut. Wie merkt man das jetzt bei der Kokosmilch? Das steht dann drauf. Oder? Wer lesen kann, ist meistens im Vorteil. Nein, wirklich lesen. Okay. Ja, wirklich hinten lesen, also Packungsbeilage, das ist leider Gottes bei allen Zutaten, was man so kauft in Paketen. Ja, selbst bei der Milch musst du ab und zu nachlesen, wo es herkommt. Okay. Ja, die schönste Verpackung ist meistens nicht die beste. So, und damit kommen wir jetzt zu den Zutaten. Wir brauchen ja jetzt erstmal ein Rezept bzw. eine Zutatenliste, die du uns an die Hand gibst, damit wir das Ganze einmal einkaufen können. Gut. Also, ich würde sagen, dann starten wir mal ganz einfach. Wir brauchen eine weiße Zwiebel, wir brauchen ein bisschen einen gerösteten Knoblauch, wir brauchen eine Brühpaste, die haben wir selber hergestellt. Dann haben wir hier drei verschiedene Möhren. Wir haben gelbe Rüben, wir haben violette Rüben und dann haben wir die Urrübe. Wir haben ein bisschen Zuckerschoten. Urrübe? Urrübe. Nice. Zeigt, ja, perfekt. So schaut die aus. Ja, Wahnsinn. Ja? Das ist die blaue Rübe, das ist die Urrübe und hier haben wir die gelbe Rübe. Ein paar Zuckerschoten, dann ein paar Erdnüsse, wie gesagt, eine Chili, also Jalapeno in dem Fall, Kaffee-Limettenblätter, die Currypaste. Abschmecken tun wir das dann mit Pimpanella Anisumsalz und Magic Umami. Dann brauchen wir geröstetes Sesamöl, ein bisschen Olivenöl. Dann haben wir hier ein Pernod, ein Nöllibrat und ein Weißwein. Ja, und dann kannst du schon losgehen. Träumchen. Mehr ist es eigentlich super nicht. Hast du? einmal über den Wochenmarkt und los geht's. Hast du Curry-Erfahrung, Jimmy? Ja,
Ja? Ja. Aber ich mache sehr viel Curry, aber habe tatsächlich noch nie diese Zutaten benutzt. Ich schmeiß da auch immer alles rein und irgendwie wird's dann, also ich mache dann echt nur Curry-Gewürz und dann ist es halt automatisch auch Curry. Ja, natürlich. Oder? Absolut. Ich mache es auch gern mit Bohnen und so. Ich möchte dann, das wird dann immer mein Reste essen, so wenn du dann schaust, was du gerade noch alles hast. Letztens habe ich es auch gemacht mit Jackfruit. Jackfruit ist auch eine richtig schöne Fleischersatzalternative. Ja, geschmacklich, für alle, die es nicht kennen. Jackfruit habe ich witzigerweise gestern erst wieder nachgelesen, ist eine Mischung zwischen Ananas und Banane, man. Also die Kombi, geschmacklich, dann hat man Jackfruit. Und geröstet, sensationell. Ja, ja, ist richtig was Feines. Schönen Ofen. Und wenn du mal in der Nähe bist, wo die wachsen, immer nach oben schauen, dass keine runterkommt, weil die Düse, so die haut dann Schädel ein. Ist das nicht auch diese Käsefrucht, diese stinkende Frucht? Die nein, das ist nicht, die Stinkfrucht ist auch groß, aber die Checkfrucht, die schauen sie relativ ähnlich, aber spätestens beim Aufschneiden merkst du den Unterschied. Ja, weil das hat mich immer so gewundert, ich hatte dann die Jackfruit, ich denke mir, hey, ich denke, das soll so stinken, dann ist das ja Der Ross Anthony hat die hinter mir aufgemacht in der Kocharena. Ach du. Und ohne Witz, also jetzt kann ich es auch sagen, gesendet haben sie es nicht, aber ich hab mal den Abend einmal kurz durch den Kopf gelassen. Also wenn was stinkt, das kann ich überhaupt nicht. Ich auch. Und es geht. Die Augen tränen leicht. Und das war brutal. Also die Stinkfrucht, also das ganze Studio war kontaminiert. Das war, da bin ich aber genauso. Furchtbar. Da wäre ich auch raus. Ja, geht gar nicht. Jetzt willst du es riechen. Jetzt willst du es riechen? Ja, ich will es einmal, muss man ja mal wissen, wie. Okay, also ich bin da. Gibt es denn irgendein Gemüse, das du gar nicht isst? Weil auch das soll es ja geben bei Veganern. Ja, sogar sehr viel. Ich mag keine Paprika, schon seit der Grundschule nicht. Wenn da die Mitschüler immer mit ihrem Brotbock, die ganze Klassenzimmer hat nach Paprika gerochen. Kohlrabi ist immer noch schlimmer. Daran habe ich Kohlrabi ist geil. Ja, nein, vom Geruch. Kohlrabi habe ich mich. Wenn du einen rohen Kohlrabi auspackst in der Schule. Echt finster. Ich finde das schrecklich. Oh, das zieht dir so, das brennt in den Augen. Aber Kohlrabi habe ich mich jetzt durchgedrungen, weil ich selber welchen angepflanzt habe im Garten. Und schmeckt natürlich gleich viel besser. Natürlich, klar. Aber ansonsten Paprika, ich probiere es immer wieder und ich koche ja auch damit, wenn sich das zacke. Ich esse ja auch mit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich voll gerne zugreife und so. Lecker, ein Stück Paprika. Ich glaube, Paprika und ich werden uns nie anfreunden. Aubergine, Zucchini waren auch immer so. Also eigentlich habe ich nur gerne Karotten, Brokkoli, Blumenkohl, so dieses Spinat. Ja, ja. Aber alles andere war echt schwierig für mich auch damals, als ich dann vegan wurde. Ich dachte mir, Ja, klar. Weil, was isst denn du jetzt? Also Aubergine und Zucchini probier mal einfach scharf zum Grillen. Richtig scharf angrillen, dass die knackig werden. Mhm. Dann schmecken sie auch. Oh, nice. Für nächsten Sommer auf dem Grill werde ich mir das merken. Ja, oder nimm einen Kontaktgrill, schneid sie wirklich so runter, tu sie leicht einölen, ein bisschen gutes Salz dran, Kontaktgrill das richtig ist, frisch angehen lassen. Ich zum Beispiel, ich mag nicht viele Dinge nicht. Rosenkohl gehört aber dazu. Und Ralf hat es tatsächlich geschafft, dass ich sogar Rosenkohl mochte bei ihm. Also er schafft es wirklich auf, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Varianten es dann doch immer jedem schmecken zu lassen. Das ist krass. Bei Rosenkohl habe ich auch schon rumexperimentiert. Frischen gekauft, zubereitet und dann... Nee, das... Rosenkohl ist auch ein ganz... Rosenkohl? Ja, Rosenkohl ist ein ganz schwierig, du. Also ihr könnt ja mal kommentieren, Leute, was euch so überhaupt nicht schmeckt. Das wird mich mal interessieren, das wäre ganz spannend. So absolutes Hassgemüse, was bei euch nicht im Curry landen darf. Schreibt das mal in die Kommentare. Wie gesagt, mit euren Kommentaren erhöht ihr eure Gewinnchancen. 750 Kommentare müssen wir schaffen, das kriegen wir aber hin. Ah, nice. Kriegen wir hin. Ja, haut in die Tasten. Ja, absolut. Und die Dagi würde gerne wissen, die grüßt uns alle ganz lieb übrigens. Liebe Grüße, Dagi. Liebe Grüße zurück, liebe Dagi. Sie möchte gerne wissen, erstens, wie geht der perfekte Reis und vor allem der perfekte Reis zum Curry? Welcher ist das? Danke für die Frage, Dani. Nee, der perfekte Reis ist schon, also Reis ist eine Philosophie für sich und es ist wirklich echt nicht einfach, also den passenden Reis zu finden. Wir haben jetzt einen Basmati-Reis hergenommen. Der Basmati-Reis, der ist vorher gewaschen worden, ist naturbelassen, das sieht man auch, der ist weder gebleicht noch sonst irgendwas, finde ich immer wichtig. Reis eigentlich immer vorher waschen, aus der Tüte? Ja. Du weißt nicht, wer ihn in die Finger gehabt hat. Außerdem
hast du ein schöneres Ergebnis nachher. Er wird nicht schleimig. Ja? Ja, die Stärke wäscht sich raus. Du siehst richtig, wie trüb das genau. Wasser ist. Genau, es wascht sich die Stärke leicht raus. Und das ist halt irrsinnig wichtig, dass es dann nicht schleimig aber wird. Aber beim Risotto sollte man das ja nicht machen. Ne? Risotto-Reis musst du vorher auch waschen, definitiv. Echt? Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Weil der wird dann wirklich schleimig. Also ich habe noch nie Risotto gemacht, aber bei uns in der Familie kam letztens die Frage auf. Ja, ich frage für einen Freund. Ja. Nee, also Dagi, wichtig ist, du musst den Reis für dich finden, der richtig gut schmeckt. Und da ist es am allerbesten, wenn du dann wirklich in einen Laden gehst, die 20, 30 verschiedene Reissorten da haben und dann einfach überall mal ein Glanzpackel mitnehmen. Es ist einfach so. Also wie gesagt, in dem Fall haben wir naturbelassenen Basmati-Reis vorher gewaschen und wir machen 2:1, das heißt, eine halbe Tasse Reis, eine ganze Tasse Wasser und abschmecken dann mal das Ganze noch mit ein bisschen Salz. Also nehmen wir einfach das Urmeerwasser. Reis soll man normalerweise vorher nicht salzen, wenn man Rieselsalz hat, aber mit dem Urmeerwasser geht es ganz gut und dann schmeckt der Reis von Haus aus schon. Ja. Ich habe mir einen Reiskocher geholt. Weil Reiskocher ist sensationell. Reiskochen-Wissenschaft habe ich aufgegeben. Ja. Und seitdem bin ich super zufrieden und muss mir keinen Stress mehr machen. Ja, so, also Reiskocher. Würdest du mich ein bisschen unterstützen? Sehr gerne sogar. Genau. Und zwar wäre es gut, wenn du mir die verschiedenen Rüben schneiden könntest. Mhm. Jetzt pass auf, ich hole noch schnell ein paar Teller. In der Zwischenzeit lese ich mal ein paar Kommentare vor. Wir haben hier ein paar Hassgemüsesorten. Jetzt schauen wir rüber. Also Auberginen, Oliven, Artischocken, Rosenkohl, Spargel. Oh ja, Spargel. Der grüne ist lecker, aber der weiße schmeckt mir auch nicht. Ja, ich bin auch eher Team Grün. Ich bin auch Team Grün. Okay. Nice. Einfach so. Und dann kamen noch Erbs. Okay, Google. Ich dachte, ich muss jetzt hier Hand anlegen. Was sind Erbs? Also, und dann lassen wir bitte laut nur die durch. Nee, okay. Ja. Und dann tauschen wir Erk. Den Schaber da aus. Ralf, was sind denn Erks? Was bitte? In den Kommentaren kam gerade Erks. Erks? Ja. Ist das ein Gemüse? Okraschoten oder was ist das? Vielleicht. Okay, Google. Gib her jetzt. Okay, hier. Entschuldige. Okraschoten. Laut Wikipedia, die Okra, auch Gemüseeibisch, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Malvengewächse. Es sind verschiedene Namen für die Pflanze bekannt. Gombo-Bohne oder Okolo. Ägyptische Bohne, Gambo, Gombo, Griechenhorn, Grünschnabel, Hibiskusfrucht, Ibisco, Ladyfinger, Pappelrose, Rosenapfel. Das hört ihr dann mal auf. Okay. Oh, also, easy. Also das, was wir eigentlich gesucht haben, war nicht dabei, oder? Nee. Aber vielleicht ist das ein Geheimname. Schreib's doch gerne nochmal dazu, lieber Uwe. Ja. Was sind denn Erks? Hinstehen. Wir finden es nicht raus. So. Und jetzt? Genau. Und jetzt machst du den nächsten Aufsatz. Ich würde sagen, mach irgendwie. Hä, wie schnell geht denn das? Wie schnell kann man auch damit Salat machen? Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Mega easy Bedienung. Ich habe das nie benutzt. Ich weiß sofort, wie hier was funktioniert. Warte. Jetzt noch dazu jonglieren. Geil, und lass direkt reinfallen, Charmin. Also ein paar Kunststücke erwarte ich heute schon noch. Heppa. Unsere letzte. Hallo? Bumm. Hallo? So, anderes Ding. Die kommt bestimmt auch bei Glattes nice. Sag mal, Charmin, du kochst ja jetzt auch selbst wahnsinnig viel für Instagram, ne? Ja. Was ist denn dein viralstes Rezept bisher gewesen? Was ging bisher am meisten ab? Pass auf, veganer Bacon. Nein. Und veganes Metz. Da, weil die da sich da so aufregen, dass ich das vegan nenne. Geil! Aber schmeckt geil. Ja? Also gerade du Bacon-Liebhaber, ich musste den unbedingt mal machen. Veganer Bacon ist einfach mit Reis, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, den zu machen. Meine Lieblingsvariante ist tatsächlich mit Reispapier. Aha. Und dann Smoke Liquid, so ein Räucherflüssigkeit. Aha. Oder Räuchersalz, ja, wie man will. Ja, im Grunde geht's ja nur ums Räuchern, ne? Ja. Und dann Salz, Tomatenmark, die ganze Soße anmischen, Reispapier kurz in Wasser einlegen, anstreichen, ab in den Ofen. Knuspriger Bacon. Ralf ist jetzt, der hat gerade entzündete Ohren. Ja, das ist... Ja gut, aber wenn man die Lebensform für sich, und ganz ehrlich, also die Geschichte, die muss jetzt auch nochmal kurz aufrollen. Welche? Also irgendwas habe ich da echt im Internet von dir gelesen, dass du einen Fisch gerettet hast und dann ausgesetzt hast, im Ernst? Ja, really? das war bei uns da vorm Supermarkt, ist halt immer so ein
LKW hinten mit so einem Wassertank und da sind halt so riesen Karpfen drin. Und dann dachte ich mir, ach komm, ey, nee, Mann. Und dann habe ich da 40 Euro hingeblättert, habe den größten genommen, den es gibt. Bin schnell nach Hause, habe mir erstmal so einen Wassertank, also so eine Box geholt. Der hat mir dann da Wasser reingemacht, den Fisch rein. Und dann habe ich nur gefragt, ob das okay ist, wenn ich den hier in den See, ja, ja, es ist ja, der kommt ja von hier und so. Und dann habe ich ihn ausgesetzt, dann ist er weggeschwommen. Und dann meinte er so in Polen oder so ist es sogar eine Tradition, dass die vor Weihnachten oder so immer einen Fisch kaufen und freilassen. Wirklich? Ja. Spannend. Wie sowas. Aber ich finde es süß. Ja, ich finde es auch. Und es setzt halt einfach ein Zeichen und man kommt vielleicht dann doch mal kurz zum Nachdenken. Ja, und ich habe mich gefreut für den. So. Schon eine feine Sache. Und es kommen viele Fragen auch, ob es denn noch mehr Tiere bei dir zu Hause werden sollen. Du bist ja im Grunde so eine Zulaufstation, es oder? Reicht wirklich jetzt. Also jetzt ist langsam. Ich habe ja auch nur so viele Tiere bekommen durch den Tierschutz. Ne? Es kommen ja immer mehr Pflege und dann, dann leben die sich so gut ein und dann integrieren die sich so gut in das Rudel und du denkst dir so, dann kannst du ja doch nicht mehr rausziehen. So, der gehört jetzt dazu und jetzt reicht's wirklich. Irgendwann bin ich diese verrückte Katzenfrau. Geil. Oh, nee. Naja, du hast mal Aufpasser auf jeden Fall. Nee. Geil. Lieb ich. Und die letzten machst du mit dem letzten Aufsatz. Ja. Das wäre super. Also, was machen wir jetzt alles? Wir machen jetzt Karotten in 5 verschiedenen Farben. Ja. Die schmecken allerdings auch unterschiedlich. Also es sind nicht bloß die Farbe, sondern die schmecken auch ein bisschen unterschiedlich. Das muss ich jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Auch wieder an einen anderen Teller? Oder? Ja, ich habe da so, also, wenn du das da in das Schälchen reinbringst. Das ist die Urmiore, ja. Mhm. Karotte 1. Sieht aus wie rote Beete, ist aber Karotte. Oh, das riecht ja schon richtig gut. Was hast du? Ist nur angebratene Zwiebel bis jetzt, oder was? Ja, die ist nicht geschmacklich nicht so intensiv. Mach da mal ein bisschen Drehzahl. Ja. Und die ist sehr leicht im Geschmack. Mhm. Also die Urkarotte ist mit Abstand die weniger süß. Die ist weniger süß. Mhm. Wahnsinn. Ja, also Karotten-Tasting macht Sinn. Es schmeckt unterschiedlich. Hoppala. Die ist ein bisschen zu spitz, Ralf. Du hättest es aber auch mal ein bisschen besser vorbereiten können. Egal. Es tut mir leid. Durchaus. Aber es geht trotzdem. Ey, das geht ist ja echt Wahnsinn. Hier. Wahnsinn. Ja, und was kochen wir dann heute noch? Ja, ich bin jetzt ja gerade dabei, das Curry anzusetzen. Macht sich ja von selber. Ja. Jetzt schneide ich gerade die Kaffee-Limettenblätter und nachher gleich das Zitronengras. Und wenn die Zwiebeln, ja, die dürfen ganz leicht ein bisschen Farbe kriegen. Und wenn die dann die Farbe haben, in dem Moment geben wir dann die Currypaste dazu, weil die lassen wir nämlich mit anrösten. Okay, mit dem Öl und dem Öl. Okay. Und das Gemüse, durch das, dass das so fein geschnitten ist und so, ja, in verschiedene Formen ist. Wir kochen jetzt halt richtig viel Curry. Soße, also sprich mit der Kokosmilch, mit der Brühe. Das tun wir nachher mit Wasser. Also das ist unsere selber gemachte Brühe. Ja. Und mit der Kokosmilch, das tun wir nachher sauber aufmixen, dass das schon mal eine homogene Masse ist. Und dann kommt es einfach dann am Schluss bloß noch drüber. Nach dem Ablöschen, wenn wir dann mit dem Weißwein, mit dem Nöllibrat und mit dem Pernod abgelöscht haben, kommt das nochmal drüber. Einmal aufkochen lassen, das Gemüse reinsetzen und nur noch ziehen lassen. Ah, ja? Also ganz und das kochen. Ist dann im Grunde genommen eine heiße Rohkost. Geil. Weil was bringt es, wenn wir das Gemüse jetzt dann nachher tot kochen? Ja. Weil für die Abwehrstoffe, was wir jetzt brauchen bei dem nasskalten Wetter, bevor es einmal so richtig der Schnee kommt, dann sind die Vitamine weg. Da sind sie weg, genau. Und was jetzt nicht weg sein sollte, sind eure Kommentare, Leute. 750 Kommentare. Ich zeige es euch nochmal zur Motivation. Ja? Wir blenden es nochmal kurz ein. Leute, wir haben 3 Granaten-Gewinnspiel-Bundles für euch. Also wir haben auf der einen Seite einen Standmixer, dann haben wir eine Küchenmaschine mit Gemüseschneider, den wir jetzt hier gerade auch zeigen und ausprobieren. Beides von KitchenAid, Premium-Marke. Und wir haben eine Haier-Kühl-Gefrier-Kombination für euch, wenn ihr die 750 Kommentare schafft. Das ist die Voraussetzung, aber das ist wirklich keine Bedingung im Vergleich zu dem, was wir euch dafür geben. Also Leute, jetzt haut richtig rein. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich will euch tippen sehen. Ne? Stellt gerne Fragen an Charmin oder an Ralf, weil ich habe nichts zu erzählen. Charmin?
jetzt brauche ich ganz kurz deine Hilfe. Und zwar, wir geben mal die Kokosmilch rein. Im Mixer. Und wir geben das Wasser dazu. Und wir geben die Brühpaste dazu. Brühpaste? Ja, das ist ja selber gemacht, die Brühpaste. Die ist auch in der KitchenAid hergestellt. Ist relativ simpel. Das ist Wurzelgemüse. Und das Wurzelgemüse wird einfach... Also du machst aus einem Toy-Curry schon wieder was ganz Exzellentes, wie ich merke. Gar nicht. Das ist sehr... Das wird dann einfach mit King of Salt aufgemixt. So, das ist jetzt richtig schön angeröstet. Kann ich das schon? Das ist wichtig, ja. Jetzt löschen wir das Ganze ab. Da ist auch ordentlich Power drin in dem Standmixer. Soll ich mal ganz hochdrehen? Oder why not? Oder rechnen? Ja, mach. Okay, ja. Kannst du richtig Vollgas geben. Und er bewegt sich aber gar nicht dabei, ne? Geil. Krass. So. Wie lange denn? Fertig. Apropos Küchenmaschinen hier, auf welche, jetzt mal deinen Reiskocher ausgenommen, liebe Janine, auf welche Küchenmaschine könntest du denn nicht verzichten zu Hause? Den Reiskocher? Auf welche Küchenmaschine? Also jetzt sowas wie Herd und Ofen ist ja fällt ja, weg. Ist auch langweilig. Naja, Mixer halt tatsächlich, ne? Für meine Smoothies, für Suppen, für auch Marzipan, wenn man Marzipan selber machen möchte. Hast du schon mal Marzipan selber gemacht? Ganz wie geht easy. Das? Ist total simpel. Mega easy. Einfach was Mandeln. Mandeln, ein bisschen Rosenwasser, wenn man will. Und dann schön durch. Aber ist es nicht einfach nur Mandelmus? Nee, das wird dann richtig fest tatsächlich. Ich wusste das. Ich sag ja, seitdem ich vegan bin, probiere ich so viel aus. Geil. Ich dachte mir auch immer, Marzipan ist auch so eine Wissenschaft für sich. Ja. Ich wusste nicht mal, dass das aus Mandeln gemacht wird. Das wusste ich tatsächlich schon, aber ich dachte, das ist super aufwendig. Weil es gibt ja auch noch Mandelmus. Wie unterscheidet sich das dann, Ralf? Ich glaube, dass du die Mandeln halt vorher wirklich erst rösten müsstest im Ofen und dann halt auch Wasser dazu geben, oder? Das Mandelmus, wie gesagt, ist nicht geröstet und es ist kein Zucker dabei. Okay. Das ist der Unterschied. Mhm. Ja, stimmt, bei Marzipan kommt ja auch noch schön Zucker hinzu. Richtig viel sogar. Ah, okay. Spannend, für mich schmeckt Marzipan ganz anders als Mandelmus. Jetzt habe ich auch wieder was dazu gelernt. Dagi fragt, das musst du nicht machen. Shermin, wie war denn dein Laufstegjob? Ah, nice. War das letztes Jahr? Ich glaube schon, ja, war aufregend. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Laufstegmodel, ne? Aber wenn zwischendurch mal so Anfragen reinkommen und die sagen, ja, mega, wir haben Bock auf ein paar bekannte Gesichter, die hier mitlaufen und Spaß an der Freude haben, dann sage ich immer, ey, bin ich voll dabei. Ich laufe zwar immer wie so ein Honk, aber Hauptsache, es war Spaß. Also erstens mal hast du ein Bewegungsgefühl und ein Tanzgefühl, ein Taktgefühl, sondersgleichen. Du tanzt hier immer zu uns in die Show rein. Punkt eins, Punkt zwei, die Ausstrahlung und dann auch noch die Figur. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, Madame. Genau. Verstehe ja nicht. Elf damit, ich kann nicht mit so viel Komplimenten umgehen. Mehr davon. Nee, aber hat Spaß gemacht. Mega, doch, war cool. Was ist denn so deine größte Passion? Ist es Social Media, ist es Schauspiel, ist es YouTube-Vlogs, ist es Kochen? Was ist bei dir so gerade im Moment, was lässt dein Herz am höchsten schlagen? Also eigentlich ist es schon Schauspiel, aber am meisten jetzt durch die Jahre habe ich einfach gemerkt, das meiste, was mir wirklich Spaß macht, ist einfach meine positive Aura auszustrahlen und dann zu merken, dass die Leute mir schreiben, ey Shermin, ich finde deine Story so toll, ich hatte so einen schlechten Tag heute und du hast mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, vielen Dank dafür. Oder auch andere, die sagen, ey, ich folge dir schon seit Jahren, du hast mich so aufgebaut und in schweren Situationen sehr geholfen und mir Motivation gegeben und das ist so, das ist ein Antrieb, dann denke ich mir, mach's doch alles richtig. Genau das ist doch einfach Leute glücklich machen. So 100%. Mehr gibt's ja gar nicht, also mehr so Bestätigung dafür. So lautet die Devise. Das ist doch das Schönste, wenn es mehr von solchen Menschen gäbe, Ralf. Ne? So könnten wir uns auch mal ein Beispiel dran nehmen. Ja, ich versuche jetzt auch mal die Menschen glücklich zu machen und zwar mit meiner Schnellnummer. Wir kommen zu meinem Rezept. Und Leute, haltet euch fest, ja, ganz fest. Ihr wisst, ich hasse Rosenkohl. Bis zu dem Zeitpunkt, als Ralf mir das erste Rezept gezeigt hat mit einer Rosenkohl-Variante, die ich tatsächlich relativ gut fand. Und jetzt, glaubt es oder nicht, aber ich habe ein Rosenkohl-Rezept mitgebracht. Rosenkohl-Parmesan-Chips. Boom. Tatsächlich echt lecker. Ich war hin und weg. Und für
Die geschmackliche Süße habe ich Cranberries genommen, natürlich Rosenkohl. Und den habe ich aber gerieben, so wie wir die Süßkartoffeln reiben. Schön ganz viel Rosenkohl, das ist Wahnsinn. Und in der Form schmeckt er mir auch besser als diese Röschen. Ich weiß nicht, das hat irgendwie für mich mehr, ja, ich habe mich selbst verarscht quasi. Parmesan dazu, klar, bei Parmesan-Chips. Und tatsächlich ist da auch ein kleines bisschen Curry drin gelandet. Einfach für diese, ja, Schärfe, gleichzeitig die Süße durch die Cranberries, dann das Salzige mit dem Parmesan. Und also die Kombination, Leute, ich muss sagen, ich bin hin und weg. Das Ganze in einer Schüssel einfach anrühren, dann auf so ein schönes Backblech, das von unten schönen Crunch macht, legen und schön flach drücken. Mein Backblech war irgendwann zu Ende und ich habe zu viel Masse gehabt. Dadurch ist es ein bisschen zu dick geworden. Ich hätte es tatsächlich noch ein bisschen dünner machen können. Aber man muss ja auch gucken, dass es noch zusammen bleibt und klebt und keine Löcher entstehen. Die Cranberries nur oben drauf. Und das Ganze 10 Minuten bei 200 Grad in den Ofen und schon habt ihr Rosenkohl-Parmesan-Chips. Boom! Wäre ich echt niemals drauf gekommen, wenn Ralf nicht gesagt hätte, Sabrina, ich zeig dir jetzt mal, wie man Rosenkohl lecker macht. Und immer wenn es mit Ofen oder Pfanne zu tun hat, habe ich schon für mich rausgefunden, dann geht's. Aber gekochten Rosenkohl, ne. Schmeckt nach Pups. Da bin ich immer noch raus. Ja, das ist nicht gut. Nee, das riecht da nicht so. Nee, das will doch kein Mensch essen, sowas. Verstehe ich nicht. Ja, also. Wenn dann schöne Butterbrösel dabei sind, dann geht das schon. Ja, oder Margarinebrösel oder sowas. Margarinebrösel? Ja, hallo, wir haben hier eine Veganerin. Oh, bitte. Also Butter ist doch... Es gibt auch vegane Butter, also mir fehlt es an nichts. Ja, so, nämlich. Ich durfte übrigens gerade schon mal ein Löffelchen probieren. Und? Ja? Ist gut? Da freut sich jemand, so soll es sein. Oh, ich liebe Essen, oder? Es gibt doch wirklich, so scheiße dein Tag war oder so, überhaupt wenn das irgendwas ist, so richtig gutes, leckeres Essen ist doch, gibt's doch nichts Besseres. Das stimmt. Vor allem, wenn du extra die ganze Zeit nichts gegessen hast, weil du weißt, heute wird gut gekocht. Ja. Und das Schöne ist, wir haben jetzt auch keine Gäste mehr. Wir müssen nicht teilen. Nein. Das ist nicht das Schöne. Nein. Auszeit. Um Gottes Willen. Ja, bitte wieder Gäste. Nein, natürlich. Gerne Gäste, aber das Problem Schöne ist, wir haben eine besondere gesundheitliche Lage und wir sind natürlich gerne bereit, unsere Vorlagen daran anzupassen. Das ist der Grund, nicht, dass wir mehr essen wollen. Und Sabrina versucht ja nur in allem auch das Positive zu sehen. Eben, danke, Shamin. Wir verstehen uns. Endlich habe ich mal wieder Unterstützung. Es reicht auch genug, dass Ralf immer auf mir mit den Studiogästen rumreiten kann oder mir auf der Nase rumhüpfen kann. Gell, Spatzel? Jetzt bist du mal wieder dran. Ja, jetzt bin ich... Eingekreist von zwei Frauen, die nicht auf den Mund gefallen sind. Ja, brutal. Ich hab mich eh gewundert, warum ich heute überhaupt so einen Ton gekriegt habe. Also das war für mich, ja. Ich habe zum Bernhard schon gesagt, hinten, du, vergiss es, häng mal irgendwas um, das muss gar nicht gehen. Ich darf halt eh nicht reden. So ein Quatsch. So. Ach ja. Wie schaut's denn aus? Was hast du denn jetzt hier? Granatapfel. Ein Granatapfel. Ach, der Granatapfel kommt nachher noch in den Basmati-Reis mit Zitronenverbene. Oh mein, also ich sage, er macht aus allem Normalen einfach was Krasses. Wäre ich auch nie drauf gekommen. Da würde ich niemals drauf kommen. Ein Reis einfach Granatapfel reinzumachen, klar. Boah. Weißt du, was ich mich getraut habe? Aber wirklich. Ich habe mich einmal getraut, dachte mir, boah, ich mache jetzt so Pasta. Und dann gucke ich so in meinen Obstteller, ich habe Birne da und Walnüsse. Und ich dachte so, ich mache was richtig Krasses. Und denke mir in meinem Kopf, ey, Birne und Walnuss, das ist es doch, das passt voll gut zusammen. Und dann habe ich später mal so geguckt, wegen ein bisschen Inspiration. Dann gibt es so viele Birnen-Walnuss-Rezepte mit Pasta. Und ich dachte, ich habe was voll krass Neues entdeckt. Entdecken, glaube ich, kannst glaube ich gar nichts mehr. Es gibt so ziemlich alles, was irgendwie. Man kann so halt nur noch seine eigene Version. Und so. Ja, genau. Das ist echt. Aber es hat trotzdem lecker geschmeckt. Und das ist das Wichtigste. Und ganz ehrlich, so oft gibt es das jetzt auch nicht auf der Menükarte: Birne mit Walnuss und Pasta. Also, ne? Zumindest nicht in den Restaurants, in denen ich essen gehe. So. Ja. Da ist auch ein Rezept drin. Ach, übrigens hier. Jetzt hat es vergessen. Vorher kommt die Regie noch, da kommt der Ralf noch, kommen alle zu mir. Sabrina, wann zündest du die erste Adventskerze an? Mache ich in der Show, mache ich vielleicht zur Anmoderation? Oder auch gar nicht. Da. Haben wir eine Kamera da? Ja? Hier, bitte. Der erste Advent ist offiziell auch in der Kochshow angekommen. Have yourself a merry little Christmas. Gott sei Dank hat sie jetzt nicht Winter Wonderland. Extra nicht. Uff.
gerade nochmal Glück gehabt, warum ich so auf diesen Song gerade Hass schiebe. Könnt ihr meiner Story nachgucken. Unter Brinani. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. So, Ralf. Ja, wir hätten noch eine Challenge für Charmin, habe ich gehört. Ja. Und witzigerweise war sie eine unserer ersten Gäste überhaupt, dass wir diese Challenge noch gar nicht hatten. Wir hatten noch keine Süßkartoffel-Challenge und ich zeige dir jetzt mal, wie viel Konkurrenz du schon hast und die ist verdammt stark, weil wir zeigen dir nur die erste Seite von 5. Okay. Nur die erste und auf dieser ersten Seite Jörn Schlönvogt fast 2 Kilo. Gerieben. Alter, was, okay, da ist aber jemand in Übung. Und die erste Dame, meine gute Freundin Giovanna. Linda Hesse, auf Platz 14, die hat richtig Gas gegeben. Ich kam nicht mal an sie ran. Also ich war knapp drunter. Wo bist du denn? Ich war tatsächlich nicht, ich bin nicht drauf gekommen, weil Ralf und ich sind halt keine Stargäste. Das ist halt der Sache geschuldet. Aber Ralf, wir waren knapp bei 900 irgendwo, ne? Du warst knapp bei 900, ja. Genau. Ja. So, das bedeutet, wir hätten da auch 2 Kilo für Handschuhe dich. Handschuhe sind da. Genau, einmal die Handschuhe bitte anziehen. Und ja, du weißt ja, wie es läuft. Also Süßkartoffeln und eine Reibe. Mehr Spielregeln gibt es nicht. Und eine Minute Zeit. Und eine Minute. Geht auch schnell rum und dann geht sie auf einmal nicht mehr so schnell rum. Aber dann darf man nicht aufgeben und einfach weitermachen. Und du machst ja auch ein bisschen Yoga und so. Also vielleicht hast du ein bisschen Kraft in den Armen. Nur für Instagram. Google wird dir den Einsatz geben. Ja. Sie wird sagen, und es geht los. Und dann einfach wirklich, ja, sehr, sehr gute Idee, sehr gute Idee. Hier Vorsicht da. Wahnsinn. So, Leute, und ihr schätzt jetzt in den Kommentaren, was ihr denkt, dass Charmin erreiben wird. Mit euren Kommentaren erhöht ihr eure Gewinnchancen, denn wir haben heute 3 geniale Preise. Nur einen davon gibt es ohnehin für euch. Die anderen 2, die müsst ihr euch erkämpfen und erkommentieren. Auch ein neues Wort. Das heißt, schreibt jetzt in die Kommentare die Grammzahl und damit erhöht ihr eure Gewinnchancen. So, okay, Google. Ich bin auch gut. Stelle einen Timer auf 1 Minute. Klar, 1 Minute. Und los geht's. Los geht's! Nein, nimm's so in die Hand. So. Wärm mich schon mal auf für Charmin. Nimm große, komm. So. Jawohl, jetzt geht was vorwärts. Ja. Mehr. Komm. Ja. Schreien alles, was raus muss, Charmin. Lass einfach alles raus jetzt. Ja, genau. Ja. Und nimm die nächste Süßkartoffel. Keine Kreisbewegung. Komm, weiter. Ja, besser. Okay, du hast nur noch 30 Sekunden. Ja, die Hälfte der Zeit ist schon rum. Oh mein Gott, ich krieg Angst. Alles klar. Weiter. Wir haben nicht mehr Land. Geh mal. Du willst auf dieser Seite landen. Komm, gib alles. 15 Sekunden nur noch. Und wir sind jetzt gleich bei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, das war's. Das war ja nichts. Aber du hast auf jeden Fall viel Einsatz gezeigt. Also das war soundtechnisch wie auch körperlich Volleinsatz. Ich hab's geliebt. Also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, daran kann es nicht gefallen jeder, sein. Aber jeder einzelne Krümel muss ja. Wir dürfen hier nicht. Nee, wir lassen nichts auf der Strecke. Ihr kommentiert jetzt fleißig, ja, was hier auf dem Tisch liegt. Das ist brutal. Alter. Bin gespannt. Der Kopf sagt reiben und der Arm mag nicht mehr, gell? So, also ich lese jetzt mal vor, was die Leute so schätzen. Also, Viktor sagt 630, Gerti sagt 650. Oh Gott. Sascha sagt 550, Richard 550, Gerti 570, Erik 670. Also alles zwischen 700 und 500 gerade. Aber das würde noch nicht reichen für die Rankingliste. Ja. Das müssten 719 Gramm sein. Oh Gott. Pauline sagt sogar 250 Gramm. Oh, Pauline! Du stehst auf meiner Liste. Ich kenne dich aber gut. Ja, wir sind mal bei 387, oh mein 386 Gott. Gramm. Oh mein Gott, ist das peinlich. 390 Gramm. Okay, aber der Einsatz.
Der Einsatz war da. Aber ist krass, ne? Das ist ja... Du hast ja noch ein bisschen Süßkartoffeln dafür. Ja. Echt? Andere Seite? Ja, Kopf hoch. Ja. Warte, ich komme. Hier haben wir noch ein bisschen Süßkartoffeln. Danke. So, das war's. Das waren mindestens 200 Gramm, die da noch gefehlt haben. Ja, ein Kilo ist da jetzt eigentlich weg. Egal. Charmaine, du bist trotzdem toll. Ja, absolut. Nein, und weißt du, was ich kann andere Sachen gut, weißt du? Und weißt du, jetzt testen wir mal deine Malkünste. Bitte. Darf ich? Verewige dich und mach uns, egal was, weißt du, da hängen Penisblumen, da hängt alles an. Penis, darf man das? Ja, ah, ja, im deutschen Fernsehen darf man eigentlich alles. Ja, von Kaiser haben wir da. Geil. Genau. Also von dem her, bitte keine Scheu, keine falsche Zurückhaltung. Mal uns oder schreib uns, was auch immer du hier in die Sekti sehen willst. So. Oh, nice, ey. Ja. Gut, dann brauchen wir die Rankingliste auch nicht aktuell. Sorry, Leute. Bisschen Spaß muss sein. Ja, genau. So, aber das sieht ja echt bunt aus. Also, mein lieber Scholli, so soll es sein. Bunt durch den Herbst. Ja. Das. Ich habe es mir jetzt gedacht, heute beim Hochfahren ein bisschen Schneegestöber. Und es war kein schönes Schneegestöber, sondern es war eher so ein ekelhaftes Schneegestöber, wo du nichts gesehen hast. Und rutschig. Ja, und es muss einfach bunt sein. Ja. Bunt ist das Dasein und Granatenstark. Meine Mama sagt ja immer, in der Küche. Meine Mama sagt, das Leben ist wie eine Packung Pralinen. Ja, genau. Man weiß nie, was drin ist. Nee, das war nicht meine Mama. Von so viel wie möglich, so wenig wie möglich. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall viel. Boah, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich bei deiner Mama nicht in Ungnade falle. Das ist fast schon philosophisch. Ja. Lach nicht. Oh. Aber ich finde das gut. Sie lacht dir aus, nicht ich. Ne? Wollte jetzt bloß mal so nebenbei sagen. Nee, aber es stimmt halt irgendwo auch, ne? Also gerade so gesundheitstechnisch. Ja. Kriegst du von so viel wie möglich? Ich kann nichts. AB, also... Ist der Stift langsam alle? Ja, das ist nur der Stift schuld. Okay, ja, nur der Stift. Zeig mal in die Kamera, was hast du denn geschrieben? Danke, ich hatte sehr viel Spaß. Danke, wie immer, ich hatte sehr viel Spaß. Beim nächsten veganen Gericht bin ich wieder am Start. Okay, die 5 Euro kriegst du später. So, und jetzt machen wir noch ein ganz kurzes Bild mit deinem Brett in der Hand. Dass wir dich hier auch bildlich einmal abgelichtet haben, weil wir wollen dich ja wirklich für immer bei uns in der Küche hängen haben. 3, 2, 1. Meins. Cheese. Geilo. Vegan Cheese. Super. Oh, cool. Oh, Leute, mein Körper zittert immer noch. Ne? Ich habe mich schon lange nicht mehr so angestrengt körperlich. Das ist gut. Das ist gut. Oh, das sieht schön aus. So, Leute, und während ich hier jetzt ein bisschen klebe, dass Charmaine sich hier auch bildlich verewigen kann, schreibt in die Kommentare, was wollt ihr von Charmaine wissen? Was wollt ihr jetzt oder nie? Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Charmaine alles zu fragen, was ihr wollt. Also, einmalige Chance. Jetzt oder nie? Warte, haut raus, was wollt ihr wissen? Jetzt, hier, Q&A. Wir machen jetzt ein Insta-Q&A, was sonst immer sonntags bei ihr um 18 Uhr läuft. Weil was sind da eigentlich so Themen? Oh, alles Mögliche. Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, vegan oder die ganzen vielen Tiere, wie die miteinander klarkommen, wie ich das hinbekomme, Katze und Hund. Und auch, dass immer wieder neue dazukommen, wie die sich so verstehen untereinander und so. Ist ja auch nicht immer so einfach. Ja, gerade Katz und Hund. Und vor allem, wenn die ja nicht mehr Welpe und Babykatze sind, sondern dann, was gibt's da für Tricks? Einfach machen lassen. Echt? Selber regeln lassen? Ja, also sobald Blut fließt, sollte man dazwischen gehen. Nein, Quatsch, ich habe echt Glück, muss ich sagen. Einfach ich muss da kaum was machen. Ich habe wirklich coole Tiere einfach. Deswegen bleiben die ja dann auch immer, weil ich mir denke, hä, es kann doch nicht sein. Ja. So als ob, ne, bei Katzen sagt man auch, wenn die dann ankommen, verkriechen die sich erstmal ein paar Tage unter der Couch. Ist total normal, neue Umgebung, neue Menschen und so. Gar nicht, bis jetzt alle Katzen, die bei mir eingezogen sind, sind nach 5 Minuten da aus ihrem Korb gesprungen und haben sich da wie sonst was zu Hause aufgeführt, als wenn sie schon immer dort gewesen wären. Und dann dachte ich mir mal, gut, Pflegekatze. Blöd, jetzt ist es ein Familienmitglied. Kochst du eigentlich auch für deine Tiere? Manchmal.
Also sie kriegen schon ziemlich gutes Futter, da muss ich kaum noch selber nachhelfen. Aber ohne Mist. Echt jetzt? Ja, ja. Da sind, ach was. Da sind Rezepte für den Hund drin schon. Nee, wie cool doch. Ist da? Oh, du bist ein Schatz. Ralf, jetzt habe ich dich ja noch viel, viel lieber. Schau mal. Hier, für Bo. Oh nein. Bo bekommt nämlich auch immer ist das leckere cool? Näpfchen. Also für Hunde und natürlich auch abwandelbar dann auf die Diät von Katzen. Voll ist das cool. Tja. Süßkartoffeln sind übrigens auch sehr beliebt bei meinen Hunden. Ja? Ja? So, mega Leute, also cool. Wenn ihr Haustiere habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall dieses Familienkochbuch Rock die Küche von Ralf Jakomeit holen, weil das ist tatsächlich sehr, sehr nice. Oh, also für Pausenbrote zum Mitnehmen, auch immer ganz geil, ne, wenn man irgendwie ein Set muss oder sowas ein bisschen vorkochen kann. Sehr, 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 sehr cool. Zeig mal her. Cool. Genau. Und das ist auch deine Familie da drauf? Ja. Wie cool. Also nicht gekauft. Es hat, jetzt ohne Witz, es hat letztes Mal wirklich tatsächlich jemand gefragt. Echt? Weil die so gesagt, schön alle sind. Und wer sind die Leute da drauf? Ich gesagt, was ist bei dir kaputt? Das ist meine Familie. Echt? Ohne Witz? Ja. Ist das cool? Wahnsinn. Das ist bei dir kaputt. Geil. Oh, der Hundi. Schön. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz da in den Wok reingucken. In den Wok reinschauen. Das ist ja wirklich... Lass uns also mal schau in den mal, Wok wie gucken. Farbenfroh das jetzt in diesem Wok aussieht. Irre. Was wirklich wichtig ist jetzt bei dem Wok, das ist wirklich, dass man sagt, hey, weißt du was? Wir rühren das jetzt gar nicht durch, jetzt am Anfang. Wir lassen das zur Sorten rein, weil das ist Rohkost. Ja? Und Brini hat ja vorhin probiert, jede Rübe schmeckt für sich selber. Und wenn die jetzt so lauwarm wird, ist das vollkommen okay. Wir haben noch frische Zuckerschoten drunter gemacht. Wir haben noch den Staudensellerie rein. Das Einzige, was ich vorher schon reingepackt habe, das ist der Knollensellerie. Mhm. Ja, weil der Knollensellerie, wenn der in Würfel geschnitten ist, dann ist er halt schon ein bisschen bissfest. Ja? Jetzt kommt nach der Thai, nach der Jalapeno, kommt der Thai-Basilikum. Oh. Und der Thai-Basilikum einfach ein bisschen das Aroma abgeben lassen. Und ganz zum Schluss geröstete Schaut Erdnüsse. Euch das an. Die haben wir vorher im Ofen geröstet und danach mit Magic Umami-Salz besprüht. Bombe. Und dann schmecken die auch gut. Cool. Gelle. So, jetzt gehen wir mit der Temperatur ein kleines bisschen runter noch. Und mit so, dem Reis? Dann haben wir jetzt hier den Basmati-Reis. Reis ist ja nicht gleich Reis. Der ist fertig gekocht. Ja? Wenn der fertig gekocht ist, nehmen wir einen kleinen Schluck noch vom gerösteten Sesamöl. Genau. Habe ich mir gut gemerkt. Und da braucht man auch nicht viel. Wirklich, das muss wirklich nur ganz leicht Aroma abgeben. Dann kommen die Granatapfelkerne rein. Und zum Schluss nehmen wir frisch geschnittene Zitronenverbene. Das Zitronen, sind auch so Zutaten, ja. Ne? Nee, Zitronenverbene hat ja jeder zu Hause, weil Gin Tonic... Außer man hat keinen Garten. Gin geht als Pflanze in der Wohnung genauso gut, weil Gin Tonic ohne Zitronenverbene schmeckt nicht. Ach was. Punkt, fertig. Und das erfahre ich jetzt erst als Gin-Tonic-Trinkerin. Ja. das riecht aber gut. Ja, also merkst du was? Ja, Ralf Jakomeit. Schneiden wir einfach so zusammen. Weiß tatsächlich noch nicht, was für einen schwarzen Daumen ich besitze. Darüber haben wir noch nie gesprochen, mein Lieber. Nee, aber Zitronenverbenen. Mein Kaktus ist letztens kaputt gegangen. Das habe ich aber auch schon mal geschafft. Kaktus. Du hast einen Kaktus eingehen lassen. Ja. Respekt und volle Anerkennung. Ich habe den ein Jahr nicht gegossen. Ich glaube, ich habe meinen noch also überbessert. Also dann geht der Kaktus ein in die Knie. Ja? Wow. Oh, Gott sei Dank. Also da muss ich mal einen Pflanzenarzt fragen, ob der dir da helfen kann bei der ganzen Geschichte. So. Charmaine, hast du deinen Löffel da? Ich habe meinen Löffel immer da. Dein Probierlöffel? Den habe ich immer. Sehr gut. So, und jetzt gebe ich dir da ein bisschen was rauf. So, aufpassen, ist noch heiß. Mhm. Und dann sagst du mir ganz einfach, brauchen wir noch was, fehlt noch was, müssen wir noch ein bisschen Salz dazu tun. Oh, das ist so krass, ne? Geil. Einfach ich liebe Essen und das ist so heftig, was du hier zauberst. Also meinen größten Respekt überhaupt noch einfach dieses Reden mit dabei, nebenbei. So dieses, ich würde das Essen so verkacken.
Ich könnte das gar nicht. Zu Hause kann ich das auch nicht, wenn meine Freunde mich dann voll labern und ich am Kochen bin. Ich bin dann immer total gestresst. Super Tipp. Glas Weißwein. Ich probiere es auf jeden Fall aus. Ja, es geht. Glaub's mir. So, Glas lecker. Weißwein und dann sehr ist das lecker. Super. Ja, dann würde ich sagen, richt mal an, oder? Multitasking bzw. Multitalente. Eine gewisse Dagi wünscht sich, liebe Charmaine, von dir, vielleicht eine kurze Gesangseinlage. Oh Leute, no way. Tatsächlich, also es ist Dagi. Wahnsinn, wie wandelbar diese Frau ist. Die kann nicht nur kochen, die kann nicht nur modeln, die kann nicht nur schauspielen, die kann nicht nur influencen, die kann auch noch singen. Nee, das würde ich ja so gar nicht sagen. Ich bin nur so eine Unter-Dusche-Hobby-Sänger. Ich liebe Musik. Da würde ich ja saufen. Ja, so ein kurzes weihnachtliches erstes Adventlied. Oh. Bitte nicht Winter Wonderland. Das ist der einzige Song, den ich kann. Also fällt Sing aus. Tut mir leid, Leute. Ich muss ja erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Ja, trink erstmal einen Schluck Wasser. Bereite dich mental auf deine Einlage vor. Und währenddessen könnt ihr noch kommentieren, Leute. Kommentiert jetzt, weil ohne Mist, uns fehlen echt noch viele Kommentare für die 750. Wenn ihr diese Haier-Kühe-Gefrierkombination haben wollt, ich muss euch mal vielleicht kurz heiß machen. Es gibt nämlich die Hon-App. So, Leute, jetzt passt mal auf. Also, wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? So, Hon-App, ja? Das ist euer Kühlschrank. Hier könnt ihr ganz verschiedene Einstellmöglichkeiten und Varianten auswählen. Also hier die Urlaubsfunktion, die Ralf vorhin schon angesprochen hat. Das geht natürlich auch auf jedem Smartphone. Das muss nicht auf dem Tablet sein. Ich habe es nur jetzt hier größer, damit ich es euch zeigen kann. Also Urlaubsfunktion von überall aus, egal wo ihr euch gerade befindet. Die Automatikeinstellungen, also da könnt ihr natürlich den Kühlschrank selbst regeln lassen, der wahnsinnig intelligent ist. Ihr habt aber auch die super cool Funktion, wenn ihr gerade frisch einkaufen wart oder wenn ihr Getränke schnell runterkühlen wollt. Dann haben wir aber tatsächlich noch ganz viele unterschiedliche Zonen, die wir einstellen können und auch Rezeptinspirationen und auch richtig geil, ihr könnt tatsächlich euren Vorrat hier einspeichern. Das heißt, was auch immer ihr gerade eingekauft habt, könnt ihr hier eingeben, mit einem Ablaufdatum auch versehen, dann wisst ihr genau, wie lange was noch gut ist, was ihr vielleicht nachkaufen müsst und so weiter. Also wirklich, diese App ist der absolute Wahnsinn und macht euren Kühlschrank richtig, richtig smart. Und jede Zone selbst einstellbar, individuell, so wie ihr das haben wollt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es da noch zu überlegen gibt, ob ich jetzt da kommentiere oder nicht. Also Leute, hier. So, also Kommentare haben wir. Gesangseinlage haben wir noch nicht. Oh Gott, Leute. Beschwer dich bei Dagi. Ja, die kriegt nachher noch eine E-Mail, die sich gewaschen hat. Ich kann tatsächlich gar keinen richtigen, man kann immer nur diese ein, zwei Sätze mitsingen. Kennt ihr das? Und das der ist Rest? Ja fein. Das ist ja fein. Okay. Damit sind wir absolut happy. Gerald. Ja. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Welchen singe ich denn jetzt? lass mich kurz überlegen. Ich tanze oder so. Wenn irgendjemand jetzt gerade einschaltet, wow. Okay. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Warum guckst du das? Also ich wusste, dass da jetzt gute Töne rauskommen, aber ohne Mist, ich bin echt tief beeindruckt. Echt? Naja, also, dass du so eine engelsgleiche Stimme hast. Also jetzt so im Kalten und ohne Vorbereitung. Hä, das war jetzt schon krass, Ralf. War gut. Ja, es ist okay. Ja. Also aber das war, also ich bin schon hart beeindruckt. Danke. So. Ui. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Es sieht auf jeden Fall super hier, lecker aus. Hallo, schau mal die Kommentare an. Ich bin nicht der Einzige. Mega, klasse, nochmal so schön und das so geil. Das darf ich schnell essen, weil sonst muss man nicht singen. Leute, Wahnsinn, ne? Sehr, sehr gut. Danke, Leute. Danke für gestern. Come on. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin's. Oh.
Mit dem Vollmond redet man ja nicht. Mhm. Aber bei uns schon. Oh mein Gott, so geil. Also was, oh. Gutes geil, Curry? Geil. Eins der besten Currys, ja, die du je gegessen hast? Ja, was ganz anderes mal. Ich will ja die Worte hier nicht in den Mund legen, aber. Ja. Das ist eins der besten Currys, die ich jemals gegessen habe. Jetzt gibt's 10 Euro. Ja. Gleich im Anschluss zu dieser Sendung. Oh, mega lecker. Ey, mit den Apfelkernen, ne? Ich durfte es ja vorher schon mal probieren bei Ralf und ich muss tatsächlich sagen, also ich bin nicht so ein Curry-Fan. Ich weiß, das ist das Lieblingsrezept von vielen, vielen da draußen. Ich esse Curry, aber es ist für mich halt immer so eine Pampe. Mhm. So, immer der gleiche Geschmack mit jedem einzelnen Löffel. Aber bei Ralf hatte ich ganz viele unterschiedliche Geschmackserlebnisse mit jedem einzelnen Löffel was anderes. Und das muss ich sagen, das habe ich so noch nie beim Curry gehabt. Also von dem her, größten Respekt. Freut mich. Also irre. Also nachkochen. Ja. Auf alle Fälle nachkochen. Ganz einfach. Auf die Seite gehen, koch-mit.de. Und die funktionieren alle. Das sind lauter so Rezepte, was man ganz, ganz entspannt alleine wirklich in einer Stunde gut kochen kann. Super vorbereiten kann. Ja, genau. So, das war jetzt Charmins Einsatz. Der hat sich definitiv gelohnt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute gesungen hast, getanzt hast, gekocht hast, gegessen hast, gute Laune verbreitet hast. Einfach ein Traum mit dieser Frau. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Natürlich auch danke an den tollsten Koch der Welt. Jetzt meiner Meinung nach. Nein, das ist jetzt meine Meinung. Danke. So. Und natürlich auch herzlichsten Dank an unsere tollen Partner, Supporter. Ohne die geht's nicht. Mit Haier und auch KitchenAid, die uns dieses Rezept heute im Handumdrehen ermöglicht haben. Also das Ding ist, also ehrlicherweise, wenn man das heute so richtig kochen nennt, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt bin ich ein bisschen drüber, weil das war einmal in die Küchenmaschine, in die Pfanne und fertig. Aber die Geschmäcker, die müssen gut abge... So ist sie. Zuerst kriegst du Lob und dann bam! Ist ja eigentlich gar nicht viel. Ich will ja nicht, dass er abhebt. Aber er weiß ja, dass er gut kochen kann. Das sage ich ihm auch immer wieder. Aber heute war nicht so viel Kochkunst verlangt. Also heute war eher Abschmeckkunst verlangt. Und deswegen könnt ihr das zu Hause ganz einfach nachmachen. Ihr kommentiert jetzt noch weiter fleißig. Ich verrate euch jetzt aber, wo ihr euch eintragen könnt und müsst, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, je nachdem, wie viele Kommentare ihr noch schafft. Gerne auf koch-mit.de. Da scrollt ihr ein bisschen runter, denn da seht ihr, das Gewinnspiel startet nach der Live-Show. Und das bedeutet, um kurz nach haben wir auf dieser Seite ein Feld, in das ihr eure E-Mail-Adresse eintragen könnt und euer Alter und kurz bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen gelesen habt. Und dann seid ihr im Lostopf und werdet im Laufe der Woche dann benachrichtigt. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank an dich, vielen Dank an Ralf, vielen Dank an euch fürs Zugucken. Seid auf jeden Fall wieder dabei am 13.12. in 2 Wochen. Unsere letzte Kochshow dieses Jahr. Da lassen wir es nochmal krachen. Und jetzt genießen wir dieses unglaublich leckere Curry. Guckt es euch an, das ist der absolute Wahnsinn. Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Feierabend und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao, tschüss. Servus. Oh, sehr lecker. Allein der Geruch. Ja. Das ist so